Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu SteamWorld Dig 2. So, schaut mal, wie weit wir schon nach unten gekommen sind in der Mine. Wir sind hier schon durch diesen verdammten Wall gekommen. Und ja, es geht immer noch weiter nach unten. Mit unserem Presslufthammer kommen wir wahrscheinlich auch relativ schnell hier durch. Und da haben wir ein Geheimnis gefunden. Wunderbar. Es gibt bestimmt irgendwann noch mal eine Fähigkeit, bei der wir wo wir dann angezeigt bekommen, wo sich noch Geheimnisse befinden. Würde ich jetzt einfach mal so ganz spontan sagen. Den kriegt man immer noch nicht kaputt. Hier unten lag noch was. Die Höhle haben wir. Hey. Verschwinde mal hier. Okay, weiter geht's. Würde ich sagen. Unten haben wir auf jeden Fall eine Wasserquelle, das ist schon mal sehr gut. So. Ah. Stufenaufstieg, sehr schön. Ah. Lass mich in Ruhe. Ja, da muss ich so rein hier mit dem Hammer. Wir bringen uns jetzt einfach mal am besten hier nach unten. Aber ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich habe nicht mehr genügend Platz. So ein Mist. Aber hier die Lichtquelle, die werden wir auf jeden Fall noch. So, dann haben wir nämlich die Höhle hier unten schon mal erkundet. Bruchsteinhöhle. Ne, da will ich jetzt nicht reingehen, weil ich kann mir ja halt nichts mehr mitnehmen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss das mal echt wieder nach oben. Boah, hier liegt noch so viel. Rum. Wo ist denn der Teleporter? Der ist dort oben. Ah, noch mehr. Es gibt halt zu viel einzusammeln. Na, hast du ein bisschen was gefunden, um mit mir ein gutes Geschäft zu machen? Na klar, habe ich das. 56 ist jetzt nicht so die Welt. Aber wir haben schon wieder 79. Und jetzt geht's weiter mit Einsammeln hier, ne? So, hier war ja noch einiges, was hier rumliegt, genau. Und hier drüben. So, sehr schön. Nehme ich alles mit. So, das mache ich platt. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Ja, stimmt, genau hier unten. Die Höhle hatten wir ja noch. Da wollten wir ja jetzt reingehen. Ich habe schon wieder. Schon wieder keinen Platz hier, ne? Eieieiei. Das geht schnell. Hier ist aber auch nicht. Ist aber auch nichts mehr.
Ich muss halt auch mehr Wasser raushalten. Oh, wie komme ich denn da rüber? Da muss ich aufpassen. Kriege ich hier irgendwas? Irgendwas kaputt? Ah, es bringt doch jetzt nichts, in die Höhle zu gehen. Okay, Wasser ist voll, Herzen sind voll. Oh, hier ist auch nochmal Wasser, sehr schön. Und den können wir nicht mitnehmen. Hm. Oh mein Gott, warte mal, kriege ich das kaputt? Tja, jetzt komme ich ja nicht mehr hier hoch, ne? So, besser. Da drüben lang oder... Hier gibt es halt auch noch was ich nicht erkundet habe. Das könnte auch fester Stein sein hier. Ja. Und mal kann ich auch. Was hat er gesagt? Y drücken, da komme ich gleich nach oben. Okay. Das hatte ich nämlich irgendwo gelesen. So. Hauen wir alles raus hier. Sehr schön. Aber ich brauche sowieso 300. Ich brauche sowieso 300, um hier weitere Sachen einzusammeln. Höhle gehen. Okay, was haben wir denn hier? Bruchsteinhöhle. Okay. Oh mein Gott, hier stürzt alles ein. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, hier muss ich schnell sein, scheinbar. Hey, da gibt's noch was. Wow, okay. Ah, ich glaube, das Relikt hatte ich. Ich glaube, das Relikt habe ich eingesammelt. Ich kann ja mal ganz kurz schauen. Ja. Was ist das für leuchtender Clipper? Okay, den habe ich. Alles klar. So. Jetzt geht's. Oh mein Gott. Jetzt geht's schnell hier. Oh. Halle Julia. Hier wird es gefährlich jetzt, aber sowas von. Hier geht es ja noch weiter, ne? Oh mein Gott, wie soll ich denn hier? Hä? Okay. Okay. Ui. Jetzt könnte ich theoretisch gesehen alles haben, oder? Ist die Höhle abgeschlossen? Nee, da ist noch irgendwo was. Na, großartig. Halleluja.
Irgendwo gibt es mit Sicherheit noch ein Erz, was ich nicht eingesammelt habe. Aber ich habe auch nichts. Wo ich jetzt hier, wie ich jetzt hier weiterkomme. Na, dort oben wahrscheinlich, oder? Wie komme ich denn da hoch? Na toll. Da brauche ich noch irgendwas. Da brauche ich noch irgendwas. Das bringt mir noch nicht wirklich viel hier. Das bringt mir noch nicht viel. Dort unten muss ich hin. Okay. Hier habe ich noch zwei so eine roten Steine. Sehr schön. Ich brauche irgendein Teil noch. Ich brauche dort unten noch irgendein Teil. Hier komme ich halt nicht wieder nach oben, ne? Hier komme ich halt auch noch nicht nach oben wieder. Okay, hier sollte ich ja hin, ne? Bist du denn? Okay. Was bist du denn für ein Vieh? Okay, ich glaube, ich soll ja hier hin, ne? Da müssen wir da mal reingehen. Die Oase. Okay. Ey, wer bist du denn? Ich kann mit Feen reden. Hey, was macht denn so ein verfluchtes Mutantending hier? Das ist dein Schnapsifeen und nun sei leise, er schläft. Was? Hey, wie ist deine Meinung? Vernichte das Ding sofort. Oha, ein weiteres Erdbeben. Verstärkung, sie müssen schnell erledigt werden, bevor sie sich doch vermehren. Ein weiteres Beben und ein weiterer gewalttätiger Bord. Immer wachsam bleiben, Sean. Du kannst sprechen? Warum sollte ich denn nicht sprechen können? Hast du schon mal versucht, mit einem von uns zu sprechen, Roboter? Du hast recht, es tut mir leid. Ich bin nicht hier, um einen Streit anzufangen. Ich bin einfach nur auf der Suche nach meinem Freund. Sieht dein Freund zufällig wie ein bräunliche Schildkröte aus, die man mit einer Konservendose kreuzen wollte? Ja, hast du ihn gesehen? Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Es ist wahrscheinlich nicht besonders ratsam, einen Dampfbord reinzulassen, aber du siehst mal nicht wie einen Lügner aus. Ich bin Rosi. Komm schon rein, wir unterhalten uns drinnen und ich erzähl dir, was ich weiß. Ich habe noch nie zuvor einen sprechenden Schnapsi getroffen. Normalerweise sind sie einfach nur verwirrt und gefährdet. Ja, was für eine Enttäuschung. Ich gehe los und werde mit dieser Rosie sprechen. Sie könnte vielleicht wissen, wo Rusty steckt. Ich werde erstmal ein Bad nehmen. Wird höchste Zeit, ich fange schon an zu müffeln.
Und mach gern Blubberblasen. Und wir können definitiv zurück nach Hause. Du siehst genauso laut. Du bist genauso laut wie die kleine Rosie. Stich dich, Messerstich. Was? Hey, was machst du hier? Hau sofort ab, verschwinde. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Klack, 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 klack. Klack, klack, klack. Meine große, witzige Tochter lässt einen Dampfroboter hier rein. Es ist wohl das Dümmste, wie es aussieht. Na ja, gut, wir reden mal mit Rosie, ne? Die scheint die Chefin hier zu sein. Wow, dieser Ort ist fantastisch. Danke, ich habe diese Hose geschaffen, um meinesgleichen zu versammeln, um sie zu beschützen. Solange ich sie beruhigen und zufriedenstellen kann, bleiben sie hier sicher im Inneren. Zumindest war es so, bis dein Freund uns diese Beben bescherte. Warum würde Rusty so etwas tun? Er hat sein Leben riskiert, um uns alle vor Vectron zu beschützen. Wie gut kanntest du ihn wirklich? Vielleicht hat ihn sein Kampf gegen dieses funkelnde Ungetüm verändert. Genau das ist das, was Vectron tut. Er verändert dich. Er kam hier runter und behauptete, er würde die Mine über unseren Köpfen zum Einsturz bringen. Wir hatten Mühe, ihnen Einhalt zu gebieten. Es tut mir leid, ich kann nicht. Wenn ich ihn nur finde, mit ihm reden könnte. Du glaubst an ihn? Das verstehe ich. Aber wenn du die Quelle der Beben finden kannst, wirst du es selber sehen. Du kannst uns vielleicht helfen, diese Beben zu stoppen. Ich werde versuchen, bei deiner Suche zu helfen. Betritt die Bergbaustation, die ich als Lager verwende. Die alte Gerätemaschine dort sollte noch funktionieren. Da gibt es wahrscheinlich ein neues Upgrade. Aber bevor ich das mache, gehen wir erstmal nach Hause und verkaufen, weil ich habe absolut keinen Platz mehr. Na los, lass uns ein paar Geschäfte machen. Sehr gut, $88. Wunderbar. Aber ich bin trotzdem noch nicht komplett durch hier. Na, Bürgermeister? Die exzentrische Professorin Sherman verbreitet immer noch Angst vor ihrem Messwert zu den Erdbeben. Hey, das letzte Rumpel hat nicht mal etwas umgeworfen. Sie sieht von ihrer Raketenrampe auf uns herab, nur weil sie ein Diplom hat. Hey, ich habe die Schnapsis gefunden. Sie haben eine kleine versteckte Stadt in der Mine errichtet. Zum Kuckuck, das würde ich keinen Fuß hineinsetzen. Viel zu unsicher. So böse sahen sie eigentlich nicht aus. Nicht so wie die, bei denen, die ich zuvor begegnet bin. Eine Sache bin ich mir verdammt sicher. Trau niemals einen Schnapsi. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal da runter. Und gehen zu Rosie ins Lager, ne? Die hat ja gesagt, da gibt es eine neue Maschine und das heißt, wir bekommen ein neues Teil. Okay, dann wollen wir mal schauen gehen. Da stürzt alles ein. Oh, hat ein schönes kleines Lager hier eingerichtet. Bäh. Und eklig ist es ja auch noch. So, jetzt bin ich ja gespannt, was wir für ein Upgrade bekommen. Wir sind eigentlich schon relativ weit im Spiel fortgeschritten, würde ich sagen. Greifhaken bekommen. Okay, drücke RB. Das ist geil. Das ist sehr geil. Oh, Moment, da ist noch was. Das nehme ich mit. Rosies Hanteln. Oh. Okay, ich kann mich auch hier rüberziehen. Das ist natürlich cool. Sehr schön. Das Verbesserungsrätsel nehmen wir auch mit. Dann müssten wir die Höhle abgehakt haben. Jawohl, und da unten ist auch noch eine Höhle. Oh Gott. Nicht dort rein in diese komische Blöre. Hau ab, hier, weg hier, du Getriebe, Gustav. Ich bin nicht gefährlich. Ich habe mich nur gefragt, ob... Stich dich. Okay, ich bin schon weg. Scht, du verscheuchst sie noch. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber ich glaube nicht, dass Fische im Schlamm überleben können. Fisch? Was für Fisch? Das sind meine Schuhe. Diese schlüpfrigen Dinger machen, was sie wollen.
Dieser Ort hier ist wirklich ein Hit. Ursi hat ihn errichtet. Als wir jünger waren, war sie eine ganz schöne Heulsuse. Aber jetzt ist sie groß und stark und sorgt für unseren Nachschub am Mundsack. Ich würde am liebsten direkt hineinspringen. Es wird mir auch Kraft verleihen. Aber Ursi rührt das Zeug niemals an. Sie hebt da dann einfach schwere Sachen. Blöd, wenn sie mich fragen. Schön, dass du etwas Nützliches in meinem Lager finden konntest. Du siehst bereit aus. Jetzt musst du für mich herausfinden, was diese Erdbeben, wo diese Erdbeben herkommen und sie stoppen. Hilf mir, meine Sippe zu beschützen. Ich gebe schon alles, was ich kann, nur damit sie auf mich hören. Ich weiß nicht weiter über die Beben, aber vielleicht kannst du ja an der Oberfläche einen schlauen Bot finden. Vielleicht werde ich dann herausfinden, warum Rusty verschwunden ist. Endlich. Okay, wir sollen dort nach oben. Alles klar. Was macht ihr dürren Metalldinger überhaupt hier? Ursi hat mich eingeladen, ein wenig zu reden. Typisch für meine weich mutierte Tochter. All ihre Muskeln würden nicht einmal ausreichen, um eine Dose zu zerquetschen. Das ist aber nicht sehr nett. Was sollen wir sonst mit dem Dynamit machen? Ich mag diesen fleischigen Fleischsack. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier hin, weil wir haben ja noch eine Höhle, die wir nicht abschließen können. Und ich denke mal jetzt mit dem Greifhaken... Sollte das definitiv besser klappen. Oh, warte mal, da kommen wir auch noch nicht rein irgendwo. Ach doch, hier drüben. Und da haben wir ein Geheimnis entdeckt. Sehr schön. Wieder einiges an Schätzen bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das war die Höhle, in die wir noch nicht... ich denke mal, den Greifhaken brauchen wir dann an der einen Stelle da, wo ich mich nach oben schwingen könnte, denke ich mal. Da wird es auf jeden Fall irgendwas geben. Okay. Da war ich ein bisschen zu übereifrig, denke ich mal. Definitiv nichts. Na, da bin ich dann rausgekommen, glaube ich. So. Ah, Mann, ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Irgendwie muss ich da langkommen. Ich habe ja nicht umsonst den Greifhaken jetzt, denke ich mal. Gibt's aber nichts, oder? Ich brauche Licht, ja. Hä? Da war ich doch auf jeden Fall richtig. Aber wie komme ich da... Aber wie komme ich da hin? Da muss ich da halt auch schnell sein.
ich muss eigentlich auf die andere Seite, ne? Okay. Sehr schön. Das wollte ich noch holen. Damit haben wir es geschafft. Damit müsste die Höhle eigentlich abgeschlossen sein. Ja, ist er auch. Sehr schön. Puh. Okay. Ich soll ja aber sowieso mit dem Bot sprechen, ne? Naja, und hier hinten ging es ja auch noch irgendwo weiter, oder? Total verschrottet. Die Vögel sind ätzend. Die sind echt ätzend. Naja, ein bisschen was kann ich verkaufen. Ich habe einiges verloren. Ich habe echt einiges verloren. Okay, jetzt kommen wir nämlich hier oben zu dir hin und können mit denen quatschen. Daher kann ich dir aktuell nicht weiterhelfen. All unsere Postmann-Bootbetreiber befinden sich aktuell auf Bootengängen. Wir haben nur noch einige Postboten-Boybots hier. Warum bist du nicht ebenfalls dort draußen bei all den anderen? Es gibt nicht, dass sich ein Stereo-Gefühl von Klaustrophobie aufkommen lässt, als die weiteren Ebenen. Kilometerlang nur leere. Ich fühle mich schon beengt, wenn ich nur daran denke. Oh, hallo Freund. Die Aussicht hier oben ist wirklich klasse. Unser Bürgermeister ist wirklich ein Glückspilz. Hältst du da etwa eine Bombe in der Hand? Bitte sag mir, dass du hier bist, um diese schrecklichen Gebäude hier in Stücke zu sprengen. Ja klar, ich meine, nein. Ich wollte Bürgermeister Jonker meine neue verbesserte Druckbombe präsentieren. Sie ist genau das, was diese Stadt gerade braucht. Aber er hielt mich für auf Abstand und verwies mich einfach nur an sein Büro. Allerdings ist niemand hier. Aber ich habe kein Problem damit zu warten. Ich bin sicher, dass der Bürgermeister bald wieder da ist. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Vielleicht. Irgendwann. Unsere Pferdchen sind über die ganze Wüste verstreut. Man kann die Beben überall spüren, Partner. Diese verdammten Erschütterungen bedeuten eine Menge Ärger für all die kleinen Dörfer, die sich hinter den alten Tempeln befinden. Wir haben selbst Probleme, importiertes Erz sicher hierher zu transportieren. Die Wirtschaft dieser kleinen Stadt baut auf importierte Waren aus der ganzen Region auf. Der Dampf-Pony-Express ist normalerweise der beste Weg, alles hierher zu holen. Bomben besitzen viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Du kannst sie eigentlich für alles verwenden, mehr oder weniger. Du kannst mit ihnen Tunnel anlegen, harte mineralische Steine aufsprengen, Schutt und Trümmer beseitigen. Und vergiss nicht die blinden, unbegründete Zerstörung. Früher haben sie unter den Minen Tag und Nacht das Dynamit hochgehen lassen. Mann, das war Musik für meine Ohren. Süß, tödlich, detonativ. Ich hoffe, dass ich den Bürgermeister vom Design meiner Druckbombe überzeugen kann. Das Ding ist die Zukunft. Dieser Kerl versteht, worum es geht. Ich freue mich, dass du endlich jemanden gefunden hast, mit dem du dich verstehst. Allerdings wäre es mir lieber, wenn es nicht um Bomben ginge. Okay, mit dir soll ich also reden. Verbesserungsrädchen? Ja komm, für 25 kannst du mir so ein Ding geben. Okay. So, dann schau mal. Hi. Ah, oh, ich meine, hallo. Ich habe eine neue Lieferung erhalten. Damit kannst du so ziemlich all deine Werkzeuge verbessern. Ich meine, noch total weiter verbessern. Toll, oder? Spitzhacke 350, den Beutel. Wird auf jeden Fall erstmal Leben nehmen, definitiv. Druckbomben. Schalte Drehteam-Modus frei. Aquabombe. Bohrer der Titan. Dreifach kann ich noch nicht verbessern. Dann machen wir das Ding erstmal. Durch Druckbomben zerstörte Felder hinterlassen eine zusätzliche Wasserkugel. Okay. Fügt jedem Schaden zu, der dich im Nahkampf verletzt. Nehme ich mit. Du hältst einen Geldbetrag für Gegner, die mit der Picke ausgeschaltet wurden. Hm.
Drei Regenbogenkugeln, dann nehmen wir auf jeden Fall das noch mit. Jetzt haben wir noch drei Zahnräder, die wir benutzen können. Du verlierst weniger Ressourcen, wenn du stirbst. Das ist auf jeden Fall angebracht. Jetzt haben wir immer noch ein Rädchen. Okay, und ich habe auch nicht mehr so viel Geld. Ich soll mit dem Bot dort oben reden. Aber ich würde vielleicht lieber sogar noch mal hier runtergehen und schauen, dass ich vielleicht irgendwo noch ein paar Ressourcen finde. Und hier waren aber auch, glaube ich, irgendwo diese komischen Viecher, ne? Die Mine habe ich ja. Wow. Fall nicht runter. Meine Güte. Hier oben ist nichts. Dann gab es die Ressourcen jetzt nur noch auf der anderen Seite. Hier ist auf jeden Fall noch Erz. Sehr gut. Und Stufenaufstieg. Blöder Vogel, ey. Die sind sowas von nervig. So, wie komme ich jetzt da rein? Sehr gut. Okay. Oh Gott, okay, 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 ihr seid... Ihr seid echt nervig. Ich brauche aber jetzt erstmal Wasser hier, um... Okay. Und da kann ich nichts mehr mitnehmen. Okay. Aber ich soll ja eh mit dem Bot sprechen, von daher. Muss ich nur gucken, wie ich hier. Okay, Wasser habe ich wieder. Jetzt hier nach oben. Wo waren so eine Transportröhre?
Okay. Hier ist aber auch nicht so eine Transportröhre. Hier hätte ich jetzt zwar Wasser. Hätte ich auch da unten eigentlich reingehen können, ne? Und ich soll ja noch mit dem Bot dort oben sprechen. Alles machen wir in der nächsten Folge. Wir schauen erstmal, was wir alles verkauft bekommen. Ah, wieder keine 100. Oh, dort unten ist halt auch noch so viel, ne? Unten ist halt auch noch so viel, was ich gerne einsammeln würde. Unten ist halt auch noch so viel, was es einzusammeln gibt. So. Und da sind aber diese doofen, hässlichen Vögel, ne? Ah. Das sind diese doofen, hässlichen... Weg, 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 weg. Dann brauche ich doch vielleicht noch eine bessere Spitzhacke, ja. Das ist schon echt schweres Gestein, ja. Aber ich kann es zumindest abbauen. Und kann es mitnehmen. Oh Gott, okay. Komme ich nicht mehr hoch, oder? Bei mir jetzt echt eingebaut hier. Shit, ey. Mehr raus, ey. Ich habe mich echt eingebaut. Oh Gott, okay. Ich weiß, ich brauche Licht. Ich muss auch hier rauskommen.
Okay, ich gehe am besten hier durch, weil hier gibt es definitiv eine Röhre, wo ich da ganz nach oben komme. Und dann kann man im nächsten Part mit dieser Diplomatin dort oben oder mit diesem schlauen Bot dort oben reden. Okay, wir haben 308. Was können wir verbessern? Wir könnten... Ah, 350 kostet die. Der kostet 75. Härtere Rüstung. Mehr geht nicht. Wir hätten sogar noch ein Zahnrad zur Verbesserung. Stark genug, selbst Säure und Lava zu widerstehen, benötigt das Material doch manchmal eine Auszeit. Du kannst 2 Edelsteine pro Platz lagern. Das ist gut. Wenn du eine Ressource wegwirfst, erhältst du den Teil des... Das mache ich eigentlich nicht. Ich nehme mal das mit hier. So, dann würde ich sagen, geht's hier im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage, bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüssi.